Moin Moin, heiße ich Stella und willkommen zu genau richtig Mario Kart Gold Challenge. Ja, heute wieder ein neuer Tag, heute wieder voll motiviert. Heute fahren wir mit Donkey Kong. Jawohl, mit dem Affen und der hat eigentlich ein bisschen langsamer als Bowser von gestern, aber ja gut, oder vorgestern oder wann auch immer, ich weiß es nicht. Aber das ist gut, dass wir hier direkt nicht cutten müssen. Yeah. Also, folgende Fahrer sind heute dabei. Ja, Briten und Amerikaner. Und ein Japaner. Und wer bist du? Oh, jemand aus Deutschland. Yeah, jemand aus Deutschland. Ich wollte schon sagen, sind wir hier irgendwie mit reinen Amerikanern und Briten. Heute ein rein englisches, englisches Duell. Naja, obwohl, naja, ein Japaner ist ja auch noch dabei, ne? Darfst du ja nicht vergessen. Oh, da ist noch jemand dabei. Also jetzt kommen sie anscheinend hier neu dazu. Jemand aus Deutschland und noch jemand aus Deutschland. Blue Yoshi. Wahrscheinlich ist Papa dazu mit Blue Yoshi, weißt du? Die fahren über eine Connection. Oder so eine Art. Aber das hat ganz schön lange sich vor sich hergezogen, ne? Egal. Meine Wahl, Zufall. So, dann schauen wir mal, wo dieser Dennis herkommt. Er kommt aus Rheinland-Pfalz. Einen herzlichen Gruß von hier. Ins Rheinland-Pfalz. Die anderen beiden kommen aus Deutschland, ja gut. Ja gut, Deutschland. Deutschland ist groß. Deutschland ist riesig. Und ich sehe drei hintereinander folgende dunkelblaue Yoshis. Und eine extrem lahme, arschige Leitung. Oh. Und die spawnen hier überall. Ah! Also, das ist jetzt hier auch crazy. Genau. Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, hier vor der Cheater oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Bleiben sie wieder alle stehen? Oder auch nicht? Oder auch doch? Oder auch. Das ist doch Bockmist, ist das. Ja, ist richtig. So, Traumrund machen. Weil das ist immer schwierig, dann irgendwas zu machen, wenn die hier die ganze Zeit porten. Ja, bleibt mal stehen, dann fahrt mal wieder. Bleibt mal stehen, dann fahrt mal wieder. Das ist doch Schmarrn. Das ist doch Schmarrn. Eieiei. Das liegt hoffentlich jetzt nicht am Telekom-Update, was sie jetzt vor kurzem hier gemacht haben. Gut, das war's. Sag ich nur dazu. Ey, das ist doch Bockmist. Ach, Mann. Gut, unseren ersten Disconnect haben wir. Hooray! Unser erster Disconnect! Hooray! Und nochmal die Arme hochsprechen! Hooray! Nein, das ist nicht Hooray! Oh Mann! Mann! Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir gar keinen haben, aber... Ah! Das lag wahrscheinlich an den Amerikanern und Briten. So. Gut, eine völlig neue Gruppe. Oh, jemand aus Panama ist dabei. Wahnsinn. Noch jemand aus Panama. Jemand aus Norwegen. Ah, hier ist reine, halbe norwegische Gruppe. Ja, aber das ist natürlich bitter. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für dich. Also, ist das bitter. Ist das bitter. Aber andersrum. Was willst du am Ende machen? Zum Ende sagen, nein, wir müssen das akzeptieren und ja, das ist der erste Disconnect, ne? Irgendwann muss es ja soweit kommen. Nicht, dass jetzt gleich der zweite darauf hinfolgt. Ey, das wäre sehr bitter, ne? So, zwei aus Panama. Punkte abgezogen habe ich jetzt keine gekriegt, oder? Ich weiß es nicht. Vier aus Norwegen, vier aus Deutschland, aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und ja, entweder liegt es an Donkey oder oder was weiß ich. Oder es liegt wirklich an der Telekom-Leitung.
Weil vorhin kam ich bei EA auch nicht rein. Ihr kennt den Teil bestimmt. So. Ja, es wäre natürlich jetzt, es ist natürlich jetzt so ein bisschen doofi, ne? Ja, ist richtig. Weißt du, dann nimmst du jetzt, sagst du so zu verwegen, ah komm, nimmst du eine neue Aufnahmesession, hast du erstmal vorher diese das Update, das hier immer mal wieder aufgeblunkend ist. Und dann sowas. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier mit den Norwegern fahren können. Wie wir das letzte Rennen werten werden, ich weiß es nicht. Also, wir werten das als theoretisch, ich bin letzter geworden, Modus. Ja, genau, Schmeinchen, genau. Das ihr denkt so von wegen Quiek da hinten, das sind die, Amiibo-Meerschweinchen, das ist richtig, das ist unfassbar. Albino-Meerschweinchen. Die weißen Meerschweinchen von meiner Frau, ja, ja. Die hat zu ihrem Geburtstag Meerschweinchen bekommen, weiße. So, Piranha-Pflanze, Pflanze, friss, friss Luigi auf, friss Luigi auf. Oh, dann frisst nicht Luigi auf. Aber jemand aus Norwegen, Erster, ich weiß gar nicht, ob wir das in diesem Let's Play jemals hatten. Dass ein Norweger Erster ist. So, ich weiß, dass er vielleicht nach hinten guckt. So, Windschatten nutzen. Ja, er wird wahrscheinlich jetzt direkt attackieren. Wir müssen hoffen, dass er das nicht tut. Komm, Item! Hä? Warum jagt das Ding vorbei? Ist mir auch egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. So, Panzer, Schutz-Item. So, wir haben ganz schön weiten Vorsprung. Ich weiß auch nicht, warum alles Mögliche an uns gerade abprallt. Wir sind hier kein Cheater, ne? Auch wenn jetzt der ein oder andere von euch da draußen sagt, oh, bist du voll Cheater, Alter! Hier geht's. Nee. Irgendwie nicht. Und danke, erster Platz! Zweiter Platz! What the fuck is that bullshit? Wo sind wir denn Zweiter geworden? Der hinter uns gewinnt das Rennen! Der Mann aus Panama! Was ist das denn? Wir waren auf meilenweit Erster! Was ist das denn? Was ist das denn für heute für ein Teil? Weißt du? Leute, Daumen hoch für diesen Teil. Es ist doch nicht zu glauben. Ein Disconnect und wir sind Erster? Aber auch wiederum nicht. Aber der war doch auch nicht vor uns. Der war doch hinter uns. Und das ist doch alles Schmarrn, ey. Das ist doch alles totaler Schmarrn. Ich bin ratlos. Ist, ey. Schön für den aus Panama, dass er gewonnen hat, aber... Wo war der? Heißt also, wir müssen, auch wenn wir auf Platz 1 stehen, trotzdem nach vorne schießen. Weil der Typ aus Panama vielleicht da vor sich her glitscht. Ganz ehrlich, das bringt nichts. Schutz-Item hin oder her eigentlich. Wir müssen... Ja, genau. Wir müssen auch jetzt vorne angreifen. Eieieiei. Was ist das denn heute für ein Teil? Das wird morgen wahrscheinlich nicht besser sein. Oder übermorgen. Oder überübermorgen. Oder whatever, wann das mir der nächste Teil hochgeladen wird. Ich bin völlig sprachlos. Weil was ist das denn? Disconnect und obwohl wir Erster waren, sind wir Zweiter. Ist alles nicht so pralle. So. Also der Panama Hanswurst hier, den wir jetzt überholen, den auf den müssen wir erst recht aufpassen. Weil der glitscht sich anscheinend auch nach vorne. Jop. So, der Franzose vor den Norweger vor uns. Ab dafür. Aber vielleicht
hat das System das erkannt, von wegen, dass wir doch getroffen worden sind und hat uns vielleicht eine Zeitstrafe gegeben. Aber kann das bei Mario Kart sein, dass es eine Zeitstrafe gibt? Gibt's sowas? Auch bei Mario Kart? Ich weiß es echt nicht. Dass wir eigentlich von irgendwas getroffen worden sind und das System wusste, eigentlich sind wir davon getroffen worden und dadurch, dass wir diese davon getroffen geworden wären, haben wir eigentlich die Zeit verloren. Dann wären wir vielleicht Zweiter gewesen. So. Müssen wir gleich irgendwie, wir müssen irgendwie schon die wir alle noch kriegen, weil. Komm. So, dich kriegen wir noch. Richtig geiles Item und dann haben wir dich. Komm, komm. Ja! Attack! Ja! So, jetzt komm, Donkey! Fahr, 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 fahr! Und wir sind! Da vertraue ich noch nicht. Ne? Darauf vertraue ich noch nicht. Da steht noch Erster. Aber wer weiß, vielleicht kommt der. Nee, wir sind Erster! Wir haben gewonnen! Vor Norwegen, vor Deutschland! Ne, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Das ist einfach so. Du kannst dir nie genug sicher sein manchmal. Da kannst du dir nie genug sicher sein manchmal. Also, ich glaube auch jetzt niemandem mehr. Also, wenn ihr jetzt einen Kommentar schreibt, so von wegen, das war ein gutes Rennen, werde ich euch das nicht glauben. Ich werde euch es nicht glauben. Wenn ihr sagt, ihr mochtet dieses Video, werde ich euch es nicht glauben. Also, ach nein. Ich weiß, ich komme wieder völlig, völlig verwirrt und... ist egal. So, schauen wir mal. Die Leute aus Panama sind weg. Und zwei Norweger sind verschwunden. Wahrscheinlich haben sie im letzten Rennen gemerkt, ja gut... lief nicht so gut. Ja, und dann ist es dann auch ganz schnell wieder vorbei, ne? Dann ist auch ganz schnell wieder vorbei. So. Ein Herbsttag. Der Herbst ist ja noch weit weg. Zumindest für mich. Für euch wahrscheinlich nicht. So. War das dumm oder war das dumm? Ei. So. Also wir müssen irgendwie müssen wir wieder zurück in die zurück in zum ernsten Moment, obwohl es Mario Kart, ne? Wir dürfen nicht ernst sein. Aber vielleicht schaffen wir ja wirklich dieses Rennen hier ordentlich abzuschließen. Und Bombe, Setti. Moritz, der stehen bleibt. Und Tanuki Mario, den wir ohne Probleme überholen sollen. Es ist jetzt nur noch der Link vor uns, der uns mit einer Banane erwischt hat. Ja, Tröte fehlt jetzt auch noch. So. Ah, schade. Ein bisschen drauf spekuliert, dass das vielleicht besser läuft. So. Oder Panzer? Nee, kommt nicht. Ich bin am Überlegen. Ah! Ist das wieder möglich, ey? Ja, das ist gut! Das ist gut! Was? Was? Ich wollte den jetzt dreimal attackieren! Hat er einmal den erwischt? Nein! Hat er kein Mal erwischt! Oh Mann, ey. Also... So. Einfach jetzt schützen. Kein Item. Item, danke. Aha, jetzt wirst du leiden. So, die behalten wir. Die behalte ich gleich an. So. Die behalte ich jetzt auch. Bevor da irgendwer oder irgendwas kommt. Okay, so werfen wir wieder nach hinten. Erster.
Ruhig, Brauner, ruhig, ruhig. Ja, Erster. Wir vor Deutschland, vor UK. Wir sehen uns nächstes Mal. Genau, so wie er sich freut, freue ich mich jetzt gleich auch. Kurz in der Pause.